Vielen Dank und guten Nachmittag an Sie da draußen. Wie sich unsere Arbeit in den nächsten, ja, ungefähr 10 Jahren unserer Meinung nach verändern wird. Wir haben das erste Mal Konkurrenz, wenn man das jetzt mal so nehmen würde, von Systemen, die in der Lage sind, A, relativ schnell Muster zu erkennen. Also beispielsweise viele, viele Millionen von Bildpunkten auf gewisse Muster zu untersuchen. Wir suchen, und darum glaube ich, dass sich die Arbeit so stark verändert, als Menschen immer nach neuen Werkzeugen. Und ich hatte am Anfang gesagt, dass eben künstliche Intelligenz für uns ein Werkzeug ist, mit dem wir unsere Produktivität erhöhen können. Aber ich möchte mal versuchen zu beschreiben, wo wir derzeit aus unserer Sicht tatsächlich stehen. Die meisten Arbeiten haben sowohl kreative Prozesse als auch einfach nur Routinen, die gemacht werden müssen, um das Ganze zu tun. Verbringe ich trotzdem jeden Tag Stunden damit, E-Mails zu empfangen, zu lesen, zu verstehen, was will die oder derjenige von mir? Und ich behaupte mal, dass das nicht unbedingt die effizienteste Form der Nutzung meiner Kapazitäten ist. Dass man sagt, man möchte den persönlichen Google-Assistenten in die Lage versetzt werden, über die Zeit mit ihnen gemeinsam zu lernen, Muster zu erkennen, ihnen Dinge abzunehmen. Und meine Vermutung ist, dass wir innerhalb der nächsten 10 Jahre das als völlig normal ansehen, dass jede und jeder von uns verschiedenste Assistenten hat, die mitlernen. Und Sie haben eine Assistenz, die beobachtet Sie und sagt, ich kann nicht produktiver machen, jeden Tag, weil die Dinge, und das beginnt schon bei der Beantwortung von normalen E-Mails, das kann ich machen. Die Steuererklärung kann ich machen, die Planung einer Reise kann ich machen. Was würde das für unsere Produktivität bedeuten als Menschheit? Das wird meiner Meinung nach eine ziemlich große Veränderung in unserer Gesellschaft geben, in der Art, wie wir Arbeit als Begriff definieren. Das heißt, es kann gut sein, dass wir 2050 gar nicht mehr genau beschreiben können, haben wir jetzt eine 40-Stunden-Woche, eine 45-Stunden-Woche, 35-Stunden-Woche. Wir haben zum Glück kaum mehr Stechuhren. Wir kommen wohl eher dahin, dass Talente, Wissen und gewisse Fähigkeiten, die uns Menschen weiterbringen, viel mehr wert sind als die reine Messung der Stunden, wie viele Stunden sitze ich an einem Schreibtisch. Das Verhältnis zwischen Maschinen und Menschen, werden wir dadurch alle arbeitslos werden? Werden wir alle Sklaven einer künstlichen Intelligenz und der dahinterliegenden Robotik werden? Ich glaube, dass uns die künstliche Intelligenz befreien wird. Es gibt natürlich auch einige Dinge, die können und sollen und werden Rechner nicht machen, aber die können Menschen einfach mehr machen. Und wenn es um Wertschöpfung geht, geht es in Zukunft immer stärker um eine ökonomische, technische Kreativität, die uns in die Lage versetzt, tatsächlich diese Veränderung zu gestalten. Wie verändert das unsere Ausbildung, unsere Karrieren, unseren Beruf oder die Berufe, die es gibt? Dass wir etwas lernen, dann haben wir irgendwann eben ausgelernt oder sind ausgebildet. Und es gab nur eine begrenzte Anzahl von Berufen und Jobs, die offen waren. Also hat man sich beworben und gehofft, dass man angestellt wird. Sondern dass Unternehmen mehr oder minder zu Clubs werden, Wertegemeinschaften, die eine so attraktive Aufgabe, Kultur, Mission oder ein Ziel haben, wo Leute sagen, oh, darf ich da mitmachen? Kann ich mit dabei sein? Wo bleibt also der Mensch? Wie wird ein Tag im Jahr 2030 aus unserer Sicht aussehen? Und wie werden wir uns dabei fühlen? Nicht zum Mitschreiben und zum Kontrollieren ist es ganz genauso, sondern auch wieder ein Szenario. Werden wir Assistenten haben, die verschiedene Muster erkennen und uns immer mehr Routinen abnehmen? Das wird viele Umbrüche bringen in Berufen. Und vor allem eben die Berufe, wo es nur darum geht, immer wieder gleiche Routinen abzuarbeiten. Mitte der 2020er Jahre höchstwahrscheinlich eine Krise erleben, eine Krise der Arbeit, wie wir sie nennen, weil wir neu erfinden müssen, wie verteilen wir Arbeit neu. Aber idealerweise wird unser Leben, und ich bin mir ganz sicher, in den nächsten 10 Jahren wesentlich schöner, als es heute ist. Wir werden mehr Freiräume haben, uns selber zu entfalten. Weil wir werden daran arbeiten müssen, mit diesem Werkzeug der künstlichen Intelligenz tatsächlich
zu arbeiten. Und ich würde Sie alle bitten, die heute mit dabei sind, künstliche Intelligenz sehr ernst zu nehmen. Ernst zu nehmen insofern, als dass Sie wirklich danach suchen, wie kann diese Technologie mir helfen bei meinen persönlichen Zielen. Manchmal vergisst man neben all diesen ganzen Diskussionen, wie lange dauert Corona jetzt noch und kommt noch ein Lockdown oder eine Notbremse oder was auch immer, dass die 2020er Jahre wahrscheinlich die spannendste Zeit der Menschheitsgeschichte sind. Und wahrscheinlich, wenn Leute sich irgendwo aussuchen könnten, in welcher Zeit würde ich gerne leben, dann ist das die Zeit, in der wir leben und arbeiten und diese Zukunft mitgestalten können.